Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir im Leben nach der Menschheit. Ja, also wir haben ja hier diesen Magma-Dingelskirchen-Düns gebaut und ich habe beim letzten Mal gesagt, heute stellen wir den auf. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig geworden, wie ich das System hier rundherum aufbauen möchte. Problem, das ich jetzt habe, damit ihr meine Überlegungen nachvollziehen könnt. Das eine ist, ich kann natürlich sagen, pump mir Enderperlen rein und mach mir das Ding voll. Und pump mir das Ding voll, diesen internen Speicher. Hier das rechts auf der Seite. Da passen 40 Eimer rein. Das sind 4x40, also 160 Enderperlen, die da reinpassen, dann habe ich nicht mehr viele. Und hier würde er einen ganzen Stack auf Vorrat halten in dem Eingang. Das wären mehr, als ich jetzt hätte. Das heißt, meine Enderperlen, die ich produziere, über das Feld, wenn der Server jetzt nicht die ganze Zeit durchläuft, die sind dann ratzfatz in diesem Magmatitel verschwunden. Ich kann nichts mehr mit Enderperlen machen auf absehbare Zeit. Das will ich nicht. Der Vorteil, wenn ich das hätte, ist, ich könnte diesen Speicher eben über das ME-System abgreifen. Und könnte dann mit flüssigem Ender direkt über Extra Cells craften. Das wäre mir eigentlich ganz recht, weil ich dann nämlich keine Zeitverzögerung hätte und die Dinger hier nicht durch die Maschine erst durchjagen müsste. Wie gesagt, ich habe nicht genug Enderperlen, um das zu machen aktuell. So, die Alternative ist dann, hier entsprechend ein Subsystem aufzubauen. Das ist das, wofür ich mich jetzt hier entschieden habe. Dafür darf ich das Ding aber nicht hier hinstellen. Ich muss den als Subsystem muss ihn weiter hinten reinbauen. Da müssen wir dann den Raum vergrößern, damit ich hier auch. So, und dann quasi als an das Subsystem die benötigte Anzahl Enderperlen schicke für den Bucket mit reinschicke. Und ja, dann die anderen Sachen, die ich hier entsprechend pulverisieren muss, möchte, um daraus dann das resonante Ender zu machen. Oder was flüssiges Ender, nein, nicht flüssiges Ender, also diese Enderium-Nuggets oder wie die heißen, oder Barren, die ich damit herstellen muss. Die ich brauche für den resonanten Machine Frame. So, das heißt, den baue ich jetzt wieder ab. Den baue ich mit der Wrench ab. So. Das wird noch lustig hier, das Ganze dann irgendwie so zu verkleiden, dass das dann ordentliches System darstellt. Dann gehen wir, machen wir hier nochmal. Auch noch eine Reihe frei. Dann lässt sich das Ganze nämlich noch mal ein bisschen schöner verkleiden. Wenn wir hier einfach in Summe etwas mehr Platz nach hinten haben und dann gehen wir hier noch einen nach hinten. Bekommt das Turm hier nämlich nur eine Rückwand. Ja. Er hat das mit dem Verkleiden aber noch keine Ahnung. Das wird, wenn ich das jetzt glaube ich einfach so mache, dann wird es ziemlich kacke ausschauen. Aber ich habe da meinen Strom, den ich von oben runter ziehe hier. Der ist jetzt ja auch freischwebend in der Luft. Das ist, habe ich die Speicherkarte dabei? Natürlich nicht. Hole ich die noch. Dann kann ich den Strom nämlich irgendwo hin verlegen, wo er mir nachher nicht mehr im Weg umgeht. Dass ich oben zumindest Luft habe. So.
Das heißt hier gleich als. Oha. Da läuft doch schon wieder alles über. Warum? Warum tut es das? Die Kiste hier ist wahrscheinlich auch voll mit schwarzem Granit. Ja, natürlich ist sie das. Schwarzer Granit. Pflasterstein ist auf 256. Was haben wir hier für ein Upgrade drin? Zwei Diamant. Drüben müsste noch ein Diamant drin liegen. Kann ich denn hier gleich beide reinballern? So, haben wir noch einen frei, okay. Ach ja, wie schön. Das rein, das rein, den Sand rein, das möchte ich rein. Ach, das ist die Schablone, genau. Der rein, ja, schön. So. Sorry, dass ich jetzt hier aufräumen muss, aber ansonsten habe ich hier ein mittelprächtiges Problem. Mittelprächtig bis gewaltig. Dolomit. Ja, ganz, ganz, ganz schön. Wo ist Dolomit? Basaltschalenstein, nein. Dolomit 16 von 16, das heißt, da brauche ich auch ein Upgrade. Der geht nicht, weil ich nicht genügend Smaragde habe. So. Wo ist Dolomit hier? 128. Den bitte auch noch da rein. So. Gut, dann schauen wir mal, ob mir der Quatsch jetzt auch gleich wieder platzt. Jetzt, ups, falsch. Genau, jetzt wird hier nämlich wieder ausgeleert. Aber jetzt noch irgendwas, was ich da reinschmeißen wollte. Ich glaube, die schmeiße ich mal rein. Die landet dann nämlich wahrscheinlich wieder hier. Genau, der hat nämlich auch noch keinen. Ist ja schon gescannt. Nein, ist er noch nicht. So. Das ist jetzt nicht der ganz kleine gewesen. Ich habe gesagt, Magmatitel will ich keinen größeren, will ich keinen Resonanten. Da reicht mir der so, wie er ist. Passt.
Maschinen dann hier rein. Das ist alles immersive. Das ist Railcraft. Das ist nochmal immersive. So viel zum Thema Ordnung und System und Struktur drin halten. Das ist Buildcraft. Ja, dann Terminal da hinten. So. Warum hat er den jetzt anders angezeigt wie den anderen? Das könnte jetzt dann auch einmal interessant werden, wenn ich einen herstelle, wo der dann landet. Okay, aber nicht jetzt. Dann kann ich gleich mal schauen, ob ich das Rezept für Eimer habe. Jo. Habe ich auch, okay. Moment, den erstmal weg, den Schraubenschlüssel. Mann! Der Mensch macht mich wahnsinnig mit seiner Verpeiltheit. Jo, jetzt aber. Umbauen. Strom nach irgendwo hinlegen, wo man ihn gemütlich abzapfen kann. Also eigentlich Richtung Boden dahinter. Strom Richtung Boden. So. Peer-to-Peer-Tunnel. Hierhin. Er ist noch RF. So, wir laden den ganzen Spaß wieder rein. Einstellung erfolgreich geladen. Und jetzt kann ich den Strom hier drumherum ziehen. Das müssen wir hier nur erst wieder raushüpfen. So, da hinten dran habe ich ja gesagt, möchte ich auf jeden Fall noch eine Wand mit irgendwas haben. Dann passt das. Dann ist das ein Gerät, was hier anschließt. Und das andere kann dann hier mit einem Durchgang hinten dran. Das heißt, das wird ein verkleideter, in Anführungszeichen, Multiblock, der hier steht. Dann ein Übergang mit 2 breit ist okay. Das heißt, ich brauche hinten nochmal einen, wo dann das nächste Gerät stehen können wird. Das Ding wird viel größer, der Platz, den ich hier in Anspruch nehme, als das, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte. Ich dachte, ich mal einen kleinen Raum mit 3, 4 Walzmaschinen und dann ist gut. Dann bin ich ja da, ist mir eingefallen, um walzen zu können, brauchst du eher Stahl und ja, ihr seht ja, was dabei rausgekommen ist. Oder gerade rauskommt. So. Dann Strom nach hinten, da reichen mir dann die Stromkabel natürlich nicht mehr. Sei doch nicht so, sei doch nicht so verpeilt. So. Zack. Das heißt, Gerät hierhin. So, nebendran.
brauche ich das nächste Gerät, womit ich die Eimer dann auffülle. Vielleicht haben wir auch noch nicht im Tisch stehen. Tralali und tralala. Was macht denn der Straight Water da? Jetzt auf jeden Fall kein Knochen mehr. Den Flüssigkeitstransposer heißt das Ding, glaube ich. Oder auch nicht. Doch, Flüssigtransposer. So. Wir brauchen einen den. Wieso, wofür brauchst du jetzt hier Quarzglas? Quarzglas oder verstärktes, gehärtetes Glas. Wir haben gesagt, gehärtetes Glas machen wir. Das heißt, wir brauchen zwei Bleibarren. Das weg, das weg. Das Rezept haben wir schon, wir können es noch nicht herstellen, weil Maschine noch nicht, die soll ja schnell werden. Und pulverisiertes Obsidian brauchen wir 6 Stück. So. Ich weiß, er macht mir 8, in Summe komme ich auf 10. Hauptsache er macht. Gut. Soll er mal machen, wird schon wissen, was er tut. Bei mir kann man es ja nur erahnen, ob ich da wirklich weiß, was ich tue. Und ja, ich weiß, man kriegt die Legierungsschmelzen auch schneller, indem man hier die, wie heißen sie, schau mal nach, währenddem das Zeug hier durchbrät. So, Legierungs, da ist nämlich der Basis, ist drin, in der Maschinenhülle, Kondensator. So, das heißt, geben wir mal hier Kondensator ein. Also, der Basiskondensator macht, glaube ich, hier in dem Fall gar nichts, aber man kann hier den Doppelschichtkondensator noch einbauen und man kann den oktadischen Kondensator einbauen. Und der erhöht eben Reichweite bzw. Geschwindigkeit von Maschinen. Beim Legierungsschmelzer wäre es die Geschwindigkeit, weil die ja keine Reichweite haben. Das heißt, der Doppelschicht macht doppelt so schnell und der 8 oktadisch, Okta ist 8, macht also 8-mal so schnell. So. Seht ihr, oder? Um das Gerödel herzustellen, brauche ich einen mindestens genauso großen Maschinenpark. Wie ich jetzt sowieso hier unten schon aufbaue. Also von dem her, nö. Ganz einfach. Ganz einfach und ganz kurz, nö.